Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, heute beginnt das OSF mit einer neuen Sendung. In einer hektischen, schnelllebigen, unvergesslichen Zeit der Kurznachrichten mit 140 Zeichen wollen wir uns etwas mehr Zeit nehmen und wir hoffen, Sie auch. In jeweils 30 Minuten werde ich Persönlichkeiten der Zeitgeschichte aus der Region zu ihrem Werdegang, zu Erfolgen und Brüchen in den Biografien, zu ihrem Blick auf die Geschichte, die Gegenwart und die Zukunft der Region befragen. Mein Name ist Thomas Nord, ich bin Bundestagsabgeordneter und werde Gastgeber in dieser Sendung sein. Beginnen werden wir unsere Sendung heute mit einem Gespräch mit Professor Dr. Dr. Karl Döring. Karl Döring wurde dieses Jahr 80 Jahre alt, was man ihm nicht wirklich ansieht. Er studierte ab 1955 Eisenhüttenkunde in Moskau und schloss das Studium 1962 mit einem Diplom ab. 1967 promovierte er in Ingenieurwissenschaften zum Dr. Ing. und 1973 an der Hochschule für Ökonomie in Berlin zum Doktor der Ökonomie. Karl Döring hatte leitende Stellungen in den Kombinaten der Stahlindustrie der DDR inne. Von 1979 bis 1985 war er stellvertretender Minister für Erzbergbau, Metallurgie und Kali der DDR. 1985 wurde er Generaldirektor des Bandstahlkombinates hier in Eisenhüttenstadt. 1990 bis 2000 war er Vorstandsvorsitzender der aus dem Kombinat hervorgegangenen Ecostahl AG Eisenhüttenstadt und Geschäftsführer für Technik der Ecostahl GmbH. Seit 2000 ist er selbstständiger Berater und berät insgesamt 14 Industrieunternehmen, wissenschaftliche Einrichtungen und Consultingpartner in 7 Ländern. Professor Döring, wenn ich diese Daten hier so vortrage, klingt das nach einer geradlinigen, ununterbrochenen Erfolgsgeschichte. Vermutlich war es aber nicht ganz so einfach und daher meine erste Frage. Wie war Ihr Start in der DDR? Was bedeutet Ihnen heute Ihr Leben vor 1989? Vielen Dank für die Frage und vielen Dank für die Einladung hier in das Studio. Ich fühle mich hier recht wohl. Es ist schön, dass man also sozusagen auf heimischem Boden auch mal beim OSF hier tätig sein kann mit seinen Antworten auf die konkreten Fragen von Herrn Thomas Nord. Ich will schnell einen Satz zu dem Studium sagen. Sie erwähnten, dass es also 7 Jahre gedauert hat, von 55 bis 62. Das war mal schon das erste Thema, dass es nicht alles kleidend und ohne Probleme ging. Ich hatte einen schweren Verkehrsunfall in Moskau und habe fast ein Jahr dort im Krankenhaus gelegen. Zurück zum Start in der DDR. Ich habe meine ganze Arbeit in der Hochschule darauf ausgerichtet, in Eisenhüttenstadt meinen Arbeitsplatz zu finden. Ich hatte einen Vorvertrag mit ECO, der mich einstellen sollte für das Stahlwerk. Nur das Stahlwerk gab es nicht. Also startete ich, so wie man damals auch zugewiesen wurde, zunächst in Riesa. Ich habe dort als selbstständiger Entwicklungsingenieur begonnen, war dann auch verantwortlich für eine große Investition und habe also in dieser Zeit ganz intensiv mich in die Probleme der DDR hineingearbeitet. Man war ja 7 Jahre nicht zu Hause gewesen. Und auf diese Art und Weise habe ich das natürlich auch in sehr guter Erinnerung. Man war gefordert, man hatte die Möglichkeit, sich einzubringen. Man musste sich auseinandersetzen und man hatte natürlich auch eine Menge von Problemen, die im Umfeld gemeistert werden mussten. Gute Erinnerung, auch bis 1989, obwohl natürlich die eigentlichen Arbeitsjahre im Ministerium und dann der Start in Eisenhüttenstadt mit erheblichen Problemen belastet waren. Die waren begründet in der Art und Weise, wie wir in der DDR unsere Wirtschaft meistern wollten. Und die waren natürlich sicherlich auch begründet in manchen persönlichen Herangehensweisen, dass man in späteren Jahren vielleicht auch anders gemacht hatte. Wie haben Sie vor 1989 das Leben hier in der Stadt, in Eisenhüttenstadt, empfunden?
Das Leben war extrem schwierig. Denn von Anfang an stand ECO auf der Kippe. Ich trug die Verantwortung für dieses Unternehmen, gemeinsam mit anderen Kollegen im Vorstand. Wir haben keine ruhige Phase erreichen können. Die westdeutschen Stahlkollegen waren ausschließlich darauf aus, uns vom Markt zu verdrängen. Und wir hatten eine große Investitionslücke. Es fehlte bei uns die Warmbahnstraße. All das zusammen mit den Veränderungen auch hier im kommunalen Bereich. Bis dato war ja praktisch Stadt und ECO eine Einheit gewesen. Das änderte sich alles und insofern musste man sich auch da hinein, neu hineinfinden. Und so wie die Stadt auch ECO als Arbeitgeber brauchte, so brauchte die Stadt, ECO auch die Stadt. Wir haben also mit Rainer Werner in schwierigen Entscheidungen sehr gut zusammengearbeitet. Das habe ich bis heute in ausgiebig positive Erinnerung. Und es fand sich Gott sei Dank bei unseren Bemühen um die Sicherung der Zukunft von ECO eine große Bereitschaft, sowohl im Werk, mit dem Betriebsrat, Günter Reski sei genannt, mit der örtlichen Politik, Rainer Werner hatte ich erwähnt, aber natürlich auch mit der Landespolitik. Manfred Stolbe war jemand, der für sich auch das Ziel definiert hatte, dass man hier in dieser Region dieses Werk erhalten muss. Also es waren ganz schwierige Jahre mit großer Herausforderung und dem Erlebnis, dass es möglich ist, eine doch erhebliche Anzahl von Gleichgesinnten um sich zu scharen. Wenn ich Sie heute fragen würde, worin der Unterschied für Sie bestand, was das Erleben in der Zeit vor 1989 betraf und das, was Sie dann in der Wendezeit erlebt haben. Was würden Sie sagen heute, wie war das vor der Wende, das Leben hier in der Stadt? Ja, ich bin ja nach Eisenhüttenstadt gekommen, 85, da erfüllte das Kombinat seinen Plan nicht. Wir hatten ziemliche Anfangsschwierigkeiten mit der Inbetriebnahme des Stahlwerkes. Seinen Plan nicht erfüllen, ein solches Kombinat zu übernehmen, war natürlich gleichbedeutend mit 12 und 14 Stunden Arbeitszeit. Zunächst hatte ich auch hier keine Wohnung. Familie war in Berlin, also es gab auch keine Probleme, dauernd auf der Arbeit zuzubringen. Insofern habe ich mir Stadt und Umgebung in der Zeit überhaupt nicht erschließen können. Was positiv war, dass ich also auch die Männer und Frauen, die im Unmittelbaren in den Führungsebenen gearbeitet haben, natürlich eingebracht haben, endlich wieder Planerfüller zu werden. Das ist uns nach geraumer Zeit gelungen. 87 waren wir da über den Berg. Das war okay und dennoch muss ich ja sagen, man hatte als Generaldirektor ja jemand über sich, den Minister. Den war man unmittelbar rechenschaftspflichtig und der war auch der Einzige, der das Urteil fällt. Und das fiel natürlich sehr unterschiedlich aus. Nach 89 hatte man niemand über sich. Denn die Treuhandanstalt, die konnte man ja nicht so empfinden, als dass sie die Pflicht sieht, hier als der Eigentümer tätig zu werden. Also hing zuletzt doch alles an den Leuten, die vor Ort sichtbar waren, die in der Verantwortung waren und die natürlich von ihrer Belegschaft ständig gefragt wurden, wie es weitergeht. So gesehen war vielleicht dann noch einmal die Verantwortung, die man zu tragen hatte, schwieriger und allumfassender als zur DDR-Zeit. Aber das ist natürlich jetzt mit Abstand gesagt. Ja klar, aber es ist schon eine spannende Sache, ne? Also ist klar, Sie sind vor 1989 hier als Generaldirektor eingesetzt worden, das war klar. Dann kam die Wendezeit und dann war gar nichts mehr klar. Es gab auch keinen mehr, an dem man sich richten durfte, musste oder sollte, sondern es gab eine Belegschaft, es gab Sie, es gab eine Stadt, es war etwas zu retten. Den meisten ist es 1989 nicht gelungen, ihre Betriebe zu retten. Sie haben das geschafft, mit anderen gemeinsam. Worin bestand der Unterschied? Wie haben Sie das erlebt, auch als Herausforderung, als persönliche Herausforderung? Das war ja sicherlich nicht alles harmonisch, da gab es ja auch bestimmt Probleme, Anfeindungen, Zweifel.
Ja, natürlich. Also zunächst mal waren ja die eigenen Zweifel, die man überwinden musste. Wie kann das gehen? Wie soll das funktionieren? Wir haben damals, die entscheidenden Männer bei ECO, eine Grundposition eingenommen, die lautete, auf niemanden warten. Wir müssen die Konzepte selbst ausarbeiten, die uns in die Zukunft führen. Wir müssen das technisch und ökonomisch beherrschen. Wir waren in der DDR auch außergewöhnlich gute Techniker und Produktionsorganisatoren. Was wir natürlich nicht waren, das waren Leute, die sich in der Marktwirtschaft auskannten. Also auch hier war das ein Lernprozess, der mitunter auch schwer fiel. Aber wie gesagt, die Überlegung, eigene Konzepte zu haben und sich auch die bei der Treuhand dann nicht ausreden zu lassen, das war sozusagen unsere grundsätzliche Herangehensweise. Das reicht im Einzelfall natürlich nicht, denn die Aufträge wurden immer weniger, die DDR-Wirtschaft brach zusammen, Wartburg gab es nicht mehr, eine Bleche für Kühlschränke der DDR-Produktion wurden nicht mehr nachgefragt, also wir hatten ja keine Aufträge. Und um überhaupt zu überleben, war unsere Entscheidung, an der ich dann maßgeblich beteiligt war, Export in die UdSSR, die es damals noch gab. Und das ist aufgrund der vielen Bemühungen und meiner bis dato existierenden guten Beziehungen zu Kollegen und Genossen in der UdSSR gelungen. Wir haben in den Jahren 91, 92, 93 dann fast 600.000 Tonnen unserer Produkte in die UdSSR und nach Russland geliefert. Und das war erstmal eine Basis, damit das Werk nicht einfach weggewischt werden konnte. Alles andere bedurfte dann Unterstützung im politischen Raum. Ich erwähne nochmal Manfred Stolbe. Es gab persönliche Anfeindungen. Es stellte sich auch heraus, dass ich eine Stasi-Akte besaß, wo man also nachlesen konnte, was über einen berichtet worden war. Auch das musste verkraftet werden. Ja, ich habe in meinem Buch ausführlicher darüber geschrieben. Wen es mehr interessiert, der kann vielleicht das Buch nochmal zur Hand nehmen und dann nachlesen. Sie haben die Entwicklung der Stadt in den 90er Jahren schon erwähnt und dass Sie hier viele auch Partner hatten, mit denen Sie gemeinsam diese Zeit bewältigt haben. Es gab ja doch aber auch Entlassungen, es gab Abwanderung in der Bevölkerung. Wie haben Sie die Stimmung hier in der Stadt wahrgenommen, die Entwicklung der Stadt in dieser Zeit? Sah man Chancen, sah man Risiken? Also die Stimmung in der Stadt war für uns bedrückend. Das ist ja auch logisch. Wir haben ja immerhin knapp 12.000 Leute bei ECO gehabt. Und auch unsere Konzepte, die wir also dann als Aktiengesellschaft ausgearbeitet haben, landete zunächst bei 5.000 und später dann bei etwa 3.000. Es war uns also klar, dass eine ganz schwierige Zeit bevorsteht. Dass das im Stahlbereich einigermaßen abgefangen wurde mit den Abfindungen, die gezahlt werden konnten, hatte natürlich was mit der IG Metall zu tun. Also zunächst mal, geldlich ist niemand in ein tiefes Loch gefallen. Aber wer natürlich engagierter Mitarbeiter in dem Kombinat bei ECO war und der am nächsten Tag nicht mehr durchs Tor gehen sollte, sondern bloß noch über die Straßen lief, für den war es eine ganz schlimme Zeit. Und auch für mich war das nicht einfach. Man traf die Kollegen immer wieder. Und man traf Kollegen, die hat man früher, wenn es eine Havarie gab, aus einem Schrebergarten geholt und sagt, du bist jetzt dran, du musst herkommen. Und er kam auch. Und nun ist er nicht mehr notwendig. Und die Erwartung, dass da schnell blühende Landschaften entstehen, wie das also unser damaliger Bundeskanzler uns suggerierte, das war natürlich für die Katz. Es war erst ein großer Abstieg. Die Kommune musste sich neu orientieren. Kindergärten und Kinderkrippen, die früher zum Werk gehörten, die landeten bei der Kommune. Eine ganz schwierige Zeit auch für die damals hier Verantwortung übernommen haben.
Aber die Überzeugung, dass es gelingt, mit dem ECO in die Zukunft zu gehen, das war wenigstens das Hoffnungselement, an dem sich doch eine ganze Reihe von Bürgern, von Instanzen klammern konnten und an denen man dann sich auch entlang hangeln konnte zu weiteren Entwicklungen. Herr Professor Düring, Sie haben jetzt einiges über die Wendezeit erzählt. So als Bundespolitiker interessiert mich natürlich an dieser Stelle auch, welche Erfahrungen haben Sie mit der Bundespolitik, mit Bundespolitikern gemacht? Na, an erster Stelle muss ich sicherlich die Erfahrung mit Helmut Kohl benennen. Er hat ja hier die Warmbahnstraße eingeweiht. Meine Aufgabe war es, dem Bundeskanzler die Anlage zu erläutern an seiner rechten Seite. Und als ich ihm vorgestellt wurde, antwortete er oder fragte mich, also Sie sind derjenige, der stellvertretender Minister war und hier Generaldirektor? Meine Antwort war, Sie sagen es, Herr Bundeskanzler. Was passiert nun, dachte ich, passierte nichts. Er nahm das so an und wir machten gemeinsam den Rundgang. Aber es gab auch andere Erfahrungen. Wirtschaftsminister Rexroth, der ja sehr Riva als Favoriten für die Übernahme von ECO begleitet hat, war außerordentlich erbost, als das dann nicht gelang, aus unterschiedlichsten Gründen. Es gab daraufhin eine Aktuelle Stunde im Bundestag in Bonn. Und in dieser Aktuellen Stunde im Bundestag war Rexroth der Auffassung, mich dort unbedingt beschimpfen zu müssen, als alten roten Direktor, der nur an sich denkt und von der Marktwirtschaft bisher nichts begriffen hat. In dieser Debatte ist auch ein örtlicher Bundestagsabgeordneter, das war der Herr Junkhans von der CDU, aufgetreten und hat also die Situation in Eisenhüttenstadt stark verteidigt. Ich habe als Bundespolitiker natürlich auch unterschiedliche Minister erlebt. Und ich muss sagen, die Politiker waren eher, Müllermann auch, der hier ja in Eisenhüttenstadt eine sehr interessante Veranstaltung hatte. Und wie hieß denn nun der langjährige Sozialminister? Ach, fällt mir nicht gleich ein, vielleicht kommt es noch. Also die sich sehr intensiv hier auch beschäftigt haben, im Gegensatz zur Treuhandanstalt, die mehr immer über ihre eigenen Vorstellungen, was passieren müsste, ihre Konzepte gebaut haben, als mit uns in den konkreten Kontext zu treten. Ludewig will ich noch erwähnen, der sehr positiv auch für ECO gekämpft hat. Unterschiedlich, Herr Wirth, ganz unterschiedlich. Wenn Sie heute zurückschauen und die Stadt sich heute anschauen, wie sehen Sie das jetzt? Ist das noch so wie in den 90er Jahren? Hat sich da was verändert? Nun, die Stadt ist mittlerweile eine stabile Kommune, das ist prima. Wir hören von unserer Bürgermeisterin, dass wir auch in unserem Entschuldungsprozess vorankommen. Also das hat schon mittlerweile eine völlig andere Situation. Die Stadt ist im Inneren sehr viel schöner als in den letzten 80er Jahren. Die Rekonstruktion, die sich hier abgespielt hat, die kann man nur begrüßen. Ich lebe gerne in dieser Stadt, sie hat auch ein interessantes Kulturleben. Aber sie hat natürlich auch Ecken und Probleme, die man anpacken muss, wie ich das jüngst versucht habe mit dem Platz des Gedenkens. Eisenhüttenstadt muss zu seiner Geschichte stehen. Und viele sollten mehr dabei anpacken, als man das heute unter Umständen erlebt. Gibt es etwas, wenn Sie zurückblicken, worauf Sie stolz sind in Ihrem Leben und in der Geschichte des ECOs und der Stadt? Also diese Frage ist mir oft gestellt worden. Um sozusagen letztendlich mein Urteil darüber zu hören, wie ich denn das Überleben von ECO bewerte. Und ich glaube, beides bewegt mich da. Es ist natürlich die Freude darüber, dass es gemeinsam mit vielen anderen gelungen ist, das Werk zu erhalten. Aber es ist natürlich auch, dass man sich nicht versagen kann, in meiner Verantwortungszeit haben viele ihren Arbeitsplatz verloren. Also um das mal mit einem ganz einfachen Spruch zu sagen, es gibt ein lachendes und ein weinendes Auge.
zu dieser Zeit. Dass ganz zuletzt es hier also nicht völlig alles kaputt gegangen ist, darüber freut man sich natürlich. Wie sehen Sie die Zukunft der Stadt und des Stahlwerkes? ECO, das ja heute nicht mehr ECO heißt, sondern ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, fällt mir ein bisschen schwer, den neuen Namen zu gebrauchen. Ich rede immer noch über das ECO. Ist mittlerweile eine Tochtergesellschaft im größten Stahlkonzern der Welt, bei ArcelorMittal. Das hat eine ganze Reihe von Vorteilen für ein verhältnismäßig kleines Werk. ArcelorMittal hat eine Stahlkapazität von 90 bis 95 Millionen Tonnen. ECO produziert 2 bis 2,5. Also da ist schon völlig klar, dass die Musik nicht in Eisenhüttenstadt gemacht wird, sondern in der Konzernzentrale. Aber ECO ist dort ein Standort, der ob seines technischen Niveaus und ob seiner ökonomischen Erfolge geachtet wird, der Investitionen erhalten hat, der Hochofen, der eine völlige Neuzustellung bekommen hat und nun die nächsten 20 Jahre existieren soll. Der ist vielleicht das Synonym dafür, dass also hier auch in die Zukunft gedacht wird. Ich sehe das eigentlich positiv. Wichtig ist, dass sich ECO, die Führungsmannschaft, die Facharbeiter klar darüber sind, nur mit Spitzenqualität ist man am Markt derjenige, der gegrüßt wird. Und das ist im Moment der Fall in Eisenhüttenstadt. Das darf man nicht verlieren. Ich wünsche auf alle Fälle meinen aktuellen Nachfolgern, die Chefs bei ECO, wirklich eine glückliche Hand und gute Erfolge dabei. Herr Professor Döring, ich danke Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass wir noch oft Gelegenheit haben, über die Entwicklung der Stadt und des ECOs zu reden. Dankeschön. Ihnen danke, dass Sie mich ausgewählt haben. Gerne.